Manbo 3D, dein Printing- und Tech-Channel. Hallo zusammen, heute möchten wir uns einmal den brandneuen 3D-Scanner von Shining 3D anschauen, den 1-Star. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir einen Daumen oben und über ein Abo von euch würde ich mich riesig freuen. Auf geht's! Wer meinen Kanal ein bisschen kennt, weiß, dass ich für meine Projekte viel mit den 3D-Scannern der Firma Shining 3D arbeite. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass mich das Team von Shining 3D gefragt hat, ob ich nicht ihren brandneuen 3D-Scanner, den 1-Star, einmal ausprobieren und vorstellen möchte. Gesagt, getan. Ich bekam ein kleines Paket zugeschickt, in dem mich der brandneue Handheld-Scanner in einem fashion-kompakten Case erreichte. Da der Scanner erst am 20. September der Weltöffentlichkeit vorgestellt wird, werden wir heute einen ersten Blick, also einen First Look, auf die brandneue Hardware und Software legen. In den kommenden Wochen werde ich dann noch einmal einen längerfristigen Blick auf das System veröffentlichen. Der Lieferumfang ist auf das Wesentliche reduziert. Wir haben ein Netzteil, welches später mit dem Datenkabel mittels einer Weiche verbunden wird. Und wir haben das finale Verbindungskabel, mit dem ihr den Scanner per USB an euren PC oder Laptop anschließen könnt. Dann folgt der eigentliche 1-Star, ein ultrakompakter Handheld-Scanner, der mich im Entferntesten etwas an einen Wii-Controller erinnert. Im oberen Teil der Transporttasche werden noch reichlich Klebemarker mitgeliefert, mit dem ihr zum Beispiel einen Drehteller ausstatten könnt, um die Erfassung beim Scan-Vorgang zu verbessern. Um die Linsen frei von Fingerabdrücken zu bekommen, wird noch ein Mikrofasertuch mitgeliefert, das ist sinnvoll. In der nächsten Lasche der Tasche versteckt sich dann noch das hochwertige Glass Calibration Board, mit dem ihr die Erfassungssensoren zu Beginn einmal einstellt. Wir haben zwei Kameras für die Tiefenerfassung. Eine RGB-Kamera, um die Farbtexturen aufnehmen zu können. Ein LED-Beleuchtungsring, der das Scanobjekt und dessen Farbgebung aufhält. Und den Infrarotprojektor, der es euch erlaubt, auch bei direktem Sonnenlicht, also draußen, zu scannen. Und dieser ist auch für Gesichter und Augen, also für Bodyscans, ungefährlich. Der Scanner verfügt über drei Control-Buttons, über denen ihr den Scan-Vorgang mit einer Hand steuern könnt. Darüber befinden sich zwei LED-Streifen, die euch über die richtige Distanz zum Scan-Objekt informieren. Trotz seiner mobilen Bauweise kann der 1-Star auch fest auf einem Stativ montiert werden. Da ihr den Scanner jedoch hauptsächlich in der Hand benutzt, lohnt sich ein Blick auf das Gewicht. Dieses ist mit 500 Gramm nicht zu schwer, jedoch auch nicht zu leicht. Man spürt hier schon die hochwertige und robuste Bauweise. Die Punktedichte liegt hier zwischen sehr guten 0,1 und 3 mm. Mit einer Entfernung zwischen 160 und 1400 mm zwischen Objekt und Scanner können auch großflächige Formen erfasst werden. Und in einem Scan-Ausschnitt können bis zu 434 x 379 mm Fläche erfasst werden. Das ist wirklich gewaltig. Anders als bei Miniaturscannern arbeitet der 1-Star mit etwas größeren Objekten. So zwischen 10 und 12 cm Minimum sollten es für einen guten Scan schon sein. Denkt bitte an die Hardware-Anforderungen, diese sind nicht ohne. Ein i7-Prozessor, 32 GB RAM, eine GTX-Grafikkarte mit mindestens 6 GB Videospeicher sollten es laut Hersteller schon Minimum sein. So, bevor ich mich jetzt in den zahlreichen Möglichkeiten der Software verliere, möchte ich zunächst einmal meinen allerersten Scan durchführen. Hierfür habe ich mich für eine antike Büste mit detailreicher Haarpracht entschieden. Diese kommt auf meinem selbstgebauten Drehteller, den ich mit den Markern aus dem Lieferumfang des Scanners bestückt habe. Diese Büste möchte ich jedoch nicht nur scannen, sondern ich möchte gleich eine echte Kopie anfertigen. Dafür nutze ich dann meinen Resin-Flüssigharz 3D-Drucker.
Die erste Punktewolke des Scans schaut schon richtig vielversprechend aus. Diese muss ich jetzt noch von den ungewollten Scan-Teilen wie dem Boden befreien. Das geht hier mit der Software ziemlich einfach mit einem Lasso-Tool. Nachdem die einzelnen Gitternetze optimiert und zusammengefügt wurden, nutze ich noch ein weiteres Tool, um die Standfläche des finalen Meshs zu begradigen. Diese Plane-Cut-Funktion ist super praktisch und wir müssen dafür nicht extra in eine Drittanbieter-Software wechseln, wie zum Beispiel MeshMixer. Anschließend führe ich ein finales Meshing durch, wasserdicht, damit wir es auch gleich druckbar haben. Und das Ergebnis ist echt großartig geworden. Das können wir so jetzt 1:1 in den Slicer packen und einmal ausdrucken. Das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Eineiige Zwillinge. Bevor wir nun zu weiteren Scans kommen, möchte ich euch einmal durch den Kalibrierungsprozess des Scanners führen. Hier habe ich die Information erhalten, dass an diesem noch etwas gefeilt wird, um ihn künftig noch komfortabler zu gestalten. Damit ein 3D-Scanner akkurate Ergebnisse liefert, sollte dieser einmal geeicht werden. Hierfür müssen bestimmte Marker auf dem Calibration Board einmal von dem Scanner in einem vorgegebenen Pfad über unterschiedliche Höhenniveaus abgescannt werden. Hierzu wird der Scanner einmal direkt von der Mitte des Boards vertikal von unten nach oben gezogen, dann jeweils wiederholend mit unterschiedlichen 45-Grad-Winkeln. Die Software führt den Nutzer mit anschaulichen Animationen durch den gesamten Prozess. Zu guter Letzt wird das Calibration Board auf die weiße Seite umgedreht und der Scanner führt einen Weißabgleich aus. Nachdem House of the Dragon nun endlich gestartet ist, dachte ich mir, dass wir ein passendes Modell für den Scanner bekommen. Dieser Drachenschädel wurde mit Farbtexturen gescannt und hier sehen wir zunächst die erstellte Punktewolke. Also direkt nach dem Rohscan. Diese muss ich jetzt noch zu einem fertigen 3D-Modell meshen. Um es hier auch direkt druckbar machen zu können, wähle ich das wasserdichte Meshen. Das Meshen dauert übrigens auf meinem modernen PC bei diesem Modell ca. 3,2 Minuten. Und auch dieses Ergebnis kann sich doch wirklich sehen lassen. Hier habe ich den berühmten MakerBot T-Rex Schädel, den ich irgendwann mal ausgedruckt habe, durch den Scanner gejagt. Und diesen werde ich natürlich auch meshen, aber ich mache jetzt erstmal kein wasserdichtes Modell, sondern ein offenes, um anschließend mit den vorhandenen Tools noch so ein paar Begradigungen, zum Beispiel an den Zehen oder an den Knocheninnenräumen durchzuführen. Denn all das funktioniert hier out of the box innerhalb der Software und funktioniert aus meiner Sicht großartig, ohne dass wir hier wieder zwischen verschiedensten Programmen hin und her wechseln müssen. Bevor ich mit euch einmal einen gesamten Scan-Durchgang von vorne bis hinten durchgehe, muss jetzt noch einmal dieser Baumgeist dran glauben. Und auch aus diesem sehr flachen Modell hat der Scanner viele und schöne Details herausgeholt. Auch wenn wir die Texturen auf dem 3D-Modell einmal ausblenden, sehen wir ein wunderschön detailliertes, wohlgeformtes 3D-Objekt. Jetzt spielen wir einmal einen gesamten Scan-Job durch. Dafür nutze ich die Maske aus dem Film mit Jim Carrey. Zunächst einmal erstelle ich eine ganz neue Projektgruppe.
Das Ganze nenne ich Mask. Wir können jetzt hier auswählen, ob wir ein Porträt oder ein Objekt scannen möchten und ob wir ein kleines oder ein großes Objekt scannen möchten. In unserem Fall, weil wir so um die 20 cm haben, nehme ich mal das Medium-Objekt. Jetzt muss ich die Ausrichtung, das Alignment, definieren. Ich gehe hier mal auf Hybrid. Hier orientiert sich der Scanner an geometrischen Formen und der Oberflächenstruktur, beides zusammen im Hybriden und bei einer Auflösung von 0,2 mm. Ja, und für diesen Scan nehmen wir die Texturen raus, brauchen wir nicht. Ich habe jetzt einmal auf den Knopf am Scanner gedrückt und wir sind jetzt im Preview-Modus. Ich kann jetzt hier mit den Plus- und Minus-Tasten heranzoomen. Und ich kann umschalten, dass ich mit den Plus- und Minus-Tasten die Helligkeit einstellen kann. Ihr seht hier das Objekt, wenn ich die Helligkeit hochschraube, wird es immer roter, da gehen unsere Detailwerte verloren. Am besten ist die Helligkeit, wenn das Objekt noch leicht rot gefärbt ist und wir dennoch die Strukturen gut erkennen können, so wie in diesem Fall. Dann drücke ich ein weiteres Mal auf den Button am Scanner und er wechselt vom Preview-Modus in den Scan-Modus. Und jetzt kann ich frei mit der Hand das Objekt abfahren. Sollte ich einmal das Tracking-Signal verloren haben, gehe ich mit dem Scanner einmal zurück und dann wieder auf einen Bereich, den ich bereits gescannt habe, und wir können den Scan fortsetzen. Beim Scan ist es wichtig, eine ruhige Hand zu haben und wir sollten natürlich alle möglichen Bereiche von allen möglichen Winkeln her einfangen. Da meine Maske ja auch eine Rückseite hat, pausiere ich den Scan, drehe die Maske einmal um und setze den Scan dann mit der Hinterseite der Maske fort, sodass nachher die unterschiedlichen Netze zu einem 3D-Modell zusammengeführt werden können. Nachdem ich alle Seiten erfasst habe, habe ich natürlich jetzt noch Störmaterial bzw. Scanmaterial auf dem Objekt, was ich am Ende nicht brauche. Deswegen bereinigen wir das Ganze erstmal. Ich arbeite halt hier sehr, sehr gerne mit dem Lasso, um überschüssige 3D-Formen aus dem Scan herauszulösen. Und das geht super easy und ja, jeder falsche Schnitt kann natürlich auch wieder rückgängig gemacht werden. Hier ist jetzt noch so ein hartnäckiger Stummel, den ich mit dem Lasso-Tool nicht wirklich greifen konnte. Dafür gibt es aber so eine Pinselfunktion. Und mit diesem Anmalen lässt sich auch dieses überflüssige Stück wunderbar entfernen. Bevor wir diese Punktewolke jetzt finalisieren, also final meshen, können wir jetzt noch angeben, welche Qualität und welchen Detailgrad unser finales Mesh haben soll. Das lässt sich hier alles in der linken Einstellungsbox bestimmen. Ich kann auch die Dreiecke des Modells vereinfachen, sodass wir weniger Datenmenge haben. Oder ich drücke hier einfach den Button und sage, er soll einfach die empfohlenen Einstellungen für genau dieses Objekt übernehmen. Das mache ich jetzt einfach mal. Und jetzt haben wir hier unser fertiges 3D-Modell und ich finde auch diese wasserdichte Maske hier, die kann sich richtig sehen lassen. Die ist schön geworden. Wer dennoch mit seinen 3D-Modellen etwas komplexere Weiterbearbeitung machen möchte, kann hier sein Objekt direkt in verknüpfte Programme überführen. Zum Beispiel zu Solid Edge, um ein Bauteil in Bezug auf Reverse Engineering weiter zu bearbeiten. In Summe bietet diese Kombination aus Hard- und Software, die Shining mit ihrem 1-Star bietet, eine gewohnt hohe und professionelle 3D-Scan-Gesamtlösung. Und jetzt kommt's, und das zu einem echten Kampfpreis, wie ich finde, von derzeit um die 799 Euro. Und nach Einführung weiterhin für unter 1000 Euro. Ich freue mich jetzt schon auf weitere intensive Stunden mit meinem kleinen Scanner. Ich hoffe, euch hat das Video und der First Look auf den 1-Star bis hierhin gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen oben lasst. Bleibt auf meinem Kanal, wenn euch die Themen interessieren. Abonniert ihn, würde ich mich riesig drüber freuen. Wir sehen uns zum nächsten Mal.
bleibt gesund und happy printing. Manbo 3D, dein Printing- und Tech-Channel.